In den Wäldern von Ostfrankreich stößt man zwischen raschelnden Blättern auf die kalte Stille von Beton. Noch immer scheinen hier die Geschütztürme und Kasematten Wache zu halten. Sie erinnern an eine Zeit, in der sie die Augen und Ohren der Grenze waren. Nach dem Ersten Weltkrieg beschließt Frankreich, sich zu verbarrikadieren. Man beginnt mit dem Bau einer riesigen Festungsanlage entlang der französischen Ostgrenze, die von der Nordsee bis zum Mittelmeer reicht. Die Maginot-Linie. Eine Wehranlage aus Stacheldraht, unterirdischen Kasernen und Kampfblöcken. Alles nach der Devise «On passe pas», kein Durchkommen. Die Festungslinie gilt damals als unüberwindbar und wird doch zum Sinnbild der Niederlage von 1940. Heute sind die Überreste der Maginot-Linie Zeugen einer Geschichte, die vielen noch immer weitgehend unbekannt ist. Ihren beschädigten Ruf versuchen Vereine vor Ort zu rehabilitieren. Das ist ein Stück Geschichte, das uns hier wirklich am Herzen liegt. Die Anlage hat damals 3 Milliarden Franc gekostet, unfassbar viel. Wie konnte sie so schnell in Vergessenheit geraten und für alles Unheil dieser Welt verantwortlich gemacht werden? Die Idee der Maginot-Linie wurzelt in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, von dem man glaubte, es sei der letzte aller Kriege. Die Stadt Verdun im Nordosten Frankreichs steht für eines der blutigsten Kapitel aus diesem Krieg. Eine Wunde, die Frankreich nie zu heilen vermochte. Die Landschaft hier wurde von den Bombenangriffen vollständig verwüstet. 1916 starben auf diesem Schlachtfeld 300.000 Soldaten. 400.000 wurden verwundet. 60 Millionen Geschosse haben den Landstrich umgepflügt und Dörfer zerstört, die seit dem Mittelalter existierten. Fleury de Vendoumont zählte vor dem Ersten Weltkrieg 422 Einwohner. Sie konnten zwar zu Beginn der Schlacht im Februar 1916 evakuiert werden, aber als sie zurückkehrten, stand keine einzige Mauer mehr. Pro Quadratmeter sind 6 bis 8 Granaten eingeschlagen. Der Ort wurde buchstäblich pulverisiert. Allein während der Schlacht von Verdun wurden 9 Dörfer von der Karte ausradiert. Unvorstellbares Leid, Elend und Zerstörung haben diese Landschaft für immer gezeichnet und hüllen sie ein wie ein Leichentuch. Am Ende des Krieges hat Frankreich über 1 Million Tote zu beklagen. Um den Horror in den Schützengräben nicht noch einmal erleben zu müssen, plant das französische Oberkommando unverzüglich die Sicherung der Grenze. Vor allem in den von den Deutschen zurückeroberten Gebieten Elsass und Lothringen. Die Idee einer befestigten Linie nach dem Vorbild der Festungen von Verdun kommt auf. Diese Bollwerke waren in den 1870er Jahren von General Serret de Rivière errichtet worden, um die neue Grenze zum Deutschen Reich zu verteidigen. Ein Fort Serret de Rivière ist ein traditioneller Festungsbau, eine Wehranlage im Freien, die zu einem Großteil getarnt ist. Diese Anlagen hielten im Ersten Weltkrieg den deutschen Bombenangriffen stand. Und so haben die Garnisonen während der Schlacht von Verdun die Idee, die Festungen durch unterirdische Gänge zu erweitern. Nach Verdun wurde deutlich, dass die zukünftigen Forts unterirdische Verteidigungsanlagen sein mussten, mit Schächten bis an die Oberfläche sowie verschiedenen Blockhäusern und Kasematten. »1930 lässt Kriegsminister André Maginot ein Gesetz zum Bau eines neuen, modernen Bollwerks verabschieden. Es sollte besser standhalten als seine Vorgänger. Tausende von Arbeitern werden an die Ostgrenze geschickt, um die Maginot-Linie zu errichten. Die Franzosen nennen sie, in Anspielung auf die chinesische Mauer, auch La Grande Muraille de France, die große Mauer Frankreichs.« 15 Kilometer von Deutschland entfernt befindet sich das Fort Ackenberg, die größte Bunkeranlage der Maginot-Linie. Insgesamt werden mehr als 10 Kilometer Gänge in den Fels gehauen, bis zu 30 Meter tief. Eine unterirdische Stadt auf dem neuesten Stand der Technik.
Den Ersten Weltkrieg haben die Soldaten in Schützengräben verbracht, unter unhygienischen Bedingungen, mit Läusen und Ratten, im Regen und im Schlamm. Hier gab es einen gewissen Komfort. Man sagte dazu die Drei-Sterne-Unterkunft für Soldaten, denn es gab beheizte Zimmer. Alles dank der innovativen Stromversorgung. Die Verteidigungswerke waren ein bisschen wie die großen Ozeandampfer, die damals vom Stapel liefen. Das Neueste vom Neuen. 1939 hatten wir fast 1 Million Soldaten weniger als 1913. Diese Männer mussten ersetzt werden, und zwar durch technologische Neuerungen. Wo früher 80 Männer jeden Morgen 4.800 Kartoffeln für 1.200 Soldaten schälen mussten, gab es jetzt eine Kartoffelschälmaschine. Statt altmodischer Öfen wurde jetzt mit Schnellkochtöpfen gekocht. Die Küchen waren aus Edelstahl, der letzte Schrei. Das waren ideale Bedingungen. Um nicht erneut Opfer von Epidemien zu werden, wie sie 1914 bis 18 wüteten, müssen die Soldaten auf einwandfreie Hygiene achten. Man wollte Krankheiten vermeiden und hat dafür gesorgt, dass die Männer morgens und abends geduscht haben. Es gab hier die ersten Duschen mit warmem Wasser. Viele Soldaten kamen aus einfachen Verhältnissen und kannten diesen Komfort nicht. Zu Hause war das Klo im Garten und Wasser wurde aus dem Brunnen gepumpt. Das hier war revolutionär. Die Bunkeranlage Ackenberge wird zum Vorzeigeobjekt der Maginot-Linie. Berühmte Persönlichkeiten der alliierten Länder besuchen sie, darunter auch der englische König George VI. Als Hitler am 1. September 1939 in Polen einmarschiert, erklären Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg und warten auf den Feind. Die Soldaten halten sich bereit, aber 8 Monate lang passiert nichts. Der Kampf findet woanders statt, in den Medien. Es geht darum, die Franzosen zu beruhigen und den Feind vom Angriff abzuhalten. In den Zeitungen erscheinen Zeichnungen der Anlage als Reihe von Ameisengängen. Sie zeigen Stollen mit Männern, Maschinenräume, Artilleriegeschütze. Erst im März 1940 darf Pari Matsch eine Fotoreportage auf dem Ackenberg machen, wo man Männer in den Kasernen sieht oder beim Arzt. Die Deutschen betreiben ihrerseits Propaganda rund um den Westwall. Dessen Stärke wird mit Filmaufnahmen von Soldaten dargestellt, die dort in großer Zahl aufmarschieren. Man will zeigen, dass Frankreich Deutschland am Westwall besser nicht angreifen sollte. Die Franzosen wähnen sich in ihren Betonburgen in Sicherheit. Doch die Maginot-Linie hat eine Schwachstelle. Nördlich des Fort Ackenberge erstreckt sich über 60.000 Hektar der Ardennenwald. Das raue, dicht bewaldete Hügelland gilt als unpassierbar. Das glaubt zumindest der Generalstab. Die Maginot-Linie war entlang der belgischen Grenze weniger stark gesichert als weiter östlich im Elsass. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Belgien seine Neutralität erklärt hatte. Die französische Regierung wollte also aus diplomatischen und anderen Gründen keine großen Befestigungen entlang der Grenze bauen. Die Deutschen wussten, dass hier das schwächste Glied der Maginot-Linie war. Am 10. Mai 1940 gibt Hitler schließlich den Befehl zum Angriff und überfällt Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Als Reaktion darauf schickt Frankreich seine besten Truppen in den Norden von Belgien. Die Falle schnappt zu. Denn zur gleichen Zeit treiben die Deutschen ihre Panzer durch die Ardennenbresche. Diese 3 Panzerdivisionen umfassten mehr als 800 Panzer, die einen 250 Kilometer langen Stau verursachten. Wie haben sie den Durchbruch geschafft? Sie brachen durch den Wald. Und wo es keine Waldwege gab, fällten sie Bäume mit Kettensägen. So zogen sie Schneisen, durch die ihre Truppen problemlos passieren konnten. Musik
Die Deutschen sind auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen. Hier an der Südgrenze Belgiens trafen sie auf die Ardennenjäger und vor allem auf französische Kavallerieeinheiten. Wie sollten die gegen drei Panzerdivisionen ankommen? Die Deutschen sind auf ihrem Vormarsch kaum zu stoppen. Ihre Strategie ist die des Blitzkriegs. In nur zwei Tagen stoßen die Panzer durch die Ardennen vor. In Frankreich angekommen, überqueren die Infanteristen die Maas auf Schlauchbooten und bauen Brücken, damit die Panzer das andere Ufer erreichen können. Und während der ganzen Zeit wirft die deutsche Luftwaffe pausenlos Bomben. Nach der Überquerung der Maas gelang der Wehrmacht der Panzerdurchbruch bei Sedan. Einen Monat später überrannten die Deutschen die Maginot-Linie. Die französischen Soldaten mussten sich nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes ergeben. Sie wurden gefangen genommen und in Lager nach Deutschland gebracht. Die Maginot-Linie fällt in die Hände des Feindes und wird zum Sündenbock für die Niederlage. Die Festung wird in den folgenden Jahren aufgegeben, geplündert und bald überwuchert. Seit den 1980er Jahren jedoch bemühen sich Vereine um ihren Erhalt. In der Nähe von Thionville haben Freiwillige die Kasematten am Überbüsch wieder zum Leben erweckt. Wir versuchen, den Überbüsch wieder so aussehen zu lassen wie damals, 1940, mit seinen Kasematten, den Schützengräben, den Maschinengewehren, den Beobachtungsposten. Aber auch die vorgefundenen Betonanlagen gestalten wir so, wie sie während des Zweiten Weltkriegs waren. Unsere Besucher sollen in den Kontext der damaligen Zeit eintauchen und mehr über die Geschichte all der vergessenen Soldaten von 1940 erfahren können. Sergeant? Eine Patrouille auf einem Außenposten. Hier, 3 Kilometer vor dieser Linie. Gut, Lieutenant. Perfekt. Wir haben schon in jungen Jahren einiges von der Maginot-Linie mitbekommen und die verfallenen Blockhäuser und Kasematten haben uns immer sehr fasziniert. Irgendwann wollten wir mehr über das Leben derer erfahren, die dort stationiert waren. Sie haben für uns gekämpft und bei denen, die am Ende des Krieges zurückgekehrt sind, hat sich niemand bedankt. Im Gegenteil, man hat ihnen vorgeworfen, sie seien feige und zu nichts nütze gewesen. Erst nach eingehender Recherche konnten viele von ihnen ausfindig gemacht werden. So konnten wir Kontakt zu einigen Familien aufnehmen, die praktisch nichts über den Werdegang ihrer Angehörigen wussten. In Originaluniformen stellen die deutschen und französischen Mitglieder des Vereins von Überbüsch historische Ereignisse für die Besucher nach. Mit diesen Erfahrungen können wir dem Besucher viel mehr erzählen, viel besser erzählen, mit Herz, was wir selber erlebt haben. Nicht den Krieg selber, Gott sei Dank. Und wir tragen beide Art Uniform, deutsche Wehrmachtsuniform und französische Uniform, weil heute sind wir Freunde. Und dadurch, dass wir Freunde sind, können wir zusammen dieses Ereignis verarbeiten und den Besucher begreiflich machen. Weil es geht verloren, die Geschichte geht verloren und wir müssen sie lebendig erhalten. Wir wollen keinen Krieg spielen, wir wollen die Geschichte lebendig erzählen. Heute hallen die Militäranlagen nicht mehr vom Lärm der Kanonen wider. Stattdessen hört man die vielen Schritte der jüngeren Generationen. Sie kämpfen dafür, die Erinnerung an diese Bunker wachzuhalten.